Im Zuge einer Pressekonferenz über das vergangene Jahr 2014 lud Erzbischof Franz Lackner zu einer Besichtigung seiner Räumlichkeiten ein, dem erzbischöflichen Palais am Kapitelplatz. Küche und Esszimmer, die ersten Räume, die wir zu Gesicht bekommen, wirken eigentlich recht gewöhnlich. Auf den Tisch kommt oft Salzburger, Lungauer, aber natürlich auch steirische Hausmannskost. Auch seinen verborgenen Schatz zeigt uns der Erzbischof, seine vielen über alles geliebten Bücher im Wohn- und Arbeitszimmer. Ich habe Philosophie unterrichtet, 15 Jahre lang an Hochschulen, 2 Jahre in Rom an unserer Franziskaner-Universität. Ich muss sagen, ich habe ja als Franziskaner verdient mir kein Geld, man hat ja nur ein Taschengeld bekommen in Rom, das war 150.000 Lire, das sind glaube ich nicht, ja, 100 Euro, nicht einmal glaube ich, und ich habe das meiste Geld wirklich für Bücher verwendet. Also ich, das ist mir oft vom Munde abgespart. Ich bin einmal einkaufen gegangen, musste ich neue Sandalen kaufen. Ich bin mit einem Buch nach Hause gekommen. Ja. Ja. Ich habe sehr viel gelesen, es war meine große Freude, lesen. Ich bin in Rom, auch von der Belletristik, 3 Bücher gehabt, die ich jedes Jahr gelesen habe. 3 Bücher. War der Idiot von Dostojewski, der Nachsommer vom Stifter, und von Peter Wust seine Biografie Gestalten und Gedanken. Im Nebenraum des Sitzungssaals entdecken wir ein zugedecktes Cembalo, ein klavierähnliches Instrument. Wir sehen also, auch der Erzbischof von Salzburg lebt hier wie jeder andere. Auch Autogramme gibt er schon wie ein Profi. Wo ist denn jetzt? Isaac und Moses. Für Moses, ja? Ja. Der geht schon wieder nicht, schau dir das an. Ja, jetzt ist es viel. Jetzt wird es batzen. Kann der Isaac selber schreiben? Nein.